Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich zunächst mal, dass wir gemeinsam feststellen können, dass Kinder und die Familien sicherlich in dieser Pandemie und in der Bekämpfung der Pandemie die Hauptlast getragen haben. Das auch aus gutem Grund, nämlich um die Älteren zu schützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kinder und Jugendliche mussten vielfach auf das Recht auf Bildung, auf eine umfassende Gewährung des Rechts auf Bildung verzichten. Sie mussten auf viele soziale Kontakte verzichten. Und ich will das an der Stelle mal sagen, die meisten Kinder in diesem Land haben das sehr vorbildlich getan. Das war ein großartiger Akt der generationenübergreifenden Solidarität. Und dafür einmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und Herr Kollege Lafontaine, auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt sagen, ich würde über das Gemüse am St. Johanner Markt sprechen. Ich will schon über unsere Natur ein bisschen was sagen. Generationensolidarität muss nämlich jetzt auch umgekehrt gelebt werden. Und ich habe das zu Beginn in der ersten Debatte hier zu Corona letztes Jahr gesagt. Ich habe das immer wieder gesagt und ich bin etwas erstaunt darüber, dass es so selten aufgegriffen wird. Wir fragen uns viel zu wenig, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dieses Virus auf den Menschen überspringen konnte. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eben als Gesamtgesellschaft nicht generationengerecht leben. Es hat viel damit zu tun, dass wir unsere natürlichen Ressourcen in unerträglicher und nicht mehr dauerhaft hinnehmbarer Weise ausbeuten. Es hat sehr viel damit zu tun, und das ist ja nicht irgendwie nur so eine Story, die erzählt wird, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Übertragung von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen auch damit zu tun hat, wie wir mit unserer Natur und mit unserer Umwelt umgehen. Und wenn wir den Kindern etwas danken wollen an dieser Stelle, dann tun wir das am besten dadurch, dass wir über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz wieder ernsthaft diskutieren. Das ist ein ganz wesentliches Thema, das uns wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger beschäftigen wird, mit sehr vielen negativen Folgen, als hoffentlich die Pandemie uns beschäftigen wird. Und deswegen freue ich mich, dass wir gleich unter Tagesordnungspunkt 1 einen wichtigen Punkt in dem Zusammenhang haben werden, nämlich wie wir beispielsweise unseren Verkehr ökologischer ausgestalten, sodass das in Zukunft nicht mehr passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will es noch mal klarstellen, ich bin der klaren Überzeugung und Auffassung, ich glaube, das kann ich für die gesamte SPD sagen, wir dürfen auf keinen Fall es zur Pflicht machen, dass eine Impfung Voraussetzung dafür ist, Bildungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, soziale Kontakte für Kinder und Jugendliche in Zukunft wieder zu ermöglichen. Es darf keine Impfpflicht durch die Hintertür geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind aber auch gehalten, keine Angst vor der Impfung zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen sage ich auch klar und deutlich, wenn wir die Empfehlungen haben, wenn die wissenschaftlichen Studien vorhanden sind und wenn wir genug Impfstoff dann auch haben, das ist ja erstmal noch die allererste Voraussetzung. Wenn wir sicher sein können, dass wir einen guten Impfstoff auch für Kinder und Jugendliche haben, ja, dann sollten wir auch dazu einladen und dann brauchen wir auch eine entsprechende Kampagne. Auch das muss an dieser Stelle klar und deutlich gesagt werden. Verunsicherung hilft uns dabei nicht. Und mein letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr dafür, das ist jetzt an manchen Stellen so zwischen den Zeilen geklungen, ich bin sehr dafür, dass wir dabei auch die Schulen natürlich im Blick behalten, auch wenn es darum geht, wie das weitergeht. Ich bin im Übrigen auch sehr dafür, dass wir eine Lehre aus dieser Pandemie ziehen. Ich weiß, dass ich mit meiner Nachfolgerin schon in früheren Zeiten immer dafür gestritten habe und ich glaube, sie sieht das heute immer noch so, dass wir zusehen müssen, wie Schulen auch wieder auch stärker in Zukunft sowas wie Gesundheitszentren sind. Ich war immer sehr dafür, dass wir bei den multiprofessionellen Teams beispielsweise perspektivisch auch darüber nachdenken und ich glaube, die Ministerin sieht das ähnlich, dass wir dort auch medizinische Fachberufe haben, dass wir, das war immer früher so gesagt worden, die Kinderkrankenschwester oder die Schulkrankenschwester in Anführungszeichen, ich sage das ganz bewusst, vor Ort haben. Wir können da viel lernen. Ich sage aber eines ganz deutlich, heute ist nicht der geeignete Zeitpunkt dafür zu sorgen und deswegen ein klares Signal in Richtung Schulen, dass womöglich irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt müssten die Lehrer demnächst auch noch Kinder und Jugendliche impfen. Ich glaube, das ist völlig klar, das muss man auch an der Stelle sagen. Das ist in erster Linie die Aufgabe der Kinder- und Jugendärzte, das hinzukriegen, aber ich glaube, darüber gibt es
es auch große Einigkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute geht es darum, dass Kinder wieder einen geregelten Alltag haben, dass sie wieder einen verlässlichen Alltag haben, dass sie in die Schule gehen können, dass sie sich mit Freunden treffen können, dass sie wieder spielen und lachen können. Darum muss es jetzt und heute und in den nächsten Tagen und Monaten gehen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen. Herzlichen Dank und Glück auf.